Ja, Leute, seid gegrüßt auf meinem Kanal As Reiter und ja, wir wollen jetzt Transportfieber starten. In der Folge Nummer 1 sind wir unterwegs. Wir werden jetzt hier gleich das freie Spiel loslegen, werden dann ein paar Einstellungen machen, gucken, wie die Karte generiert ist, ob der Seed uns passt. Ich werde dann mal meinen Namen eintragen und mal gucken, was daraus wird, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro starten wir das Ganze. Bis gleich. So, dann gehen wir mal auf freies Spiel. Wir haben hier gemäßigt. Wir haben hier unseren Namen als Reiter, als Seed. Oh, das gefällt mir eigentlich sogar ganz gut so. Kartengröße ist so, 1 zu 3, mittel, niedrig, geht auch eigentlich wie 1 zu 3. Nein, geht's nicht. Also ich will schon lang haben, weil ja, dann kannst du mal so ein Schiff von hier oben bis nach da unten fahren. Wenn dieser Fluss schiffbar ist, das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir mal gucken dann. Mittelstädte sind hier 12 Städte und Industrien sind niedrig, aber wie man sieht, 64 Industrien niedrig ist immer noch recht viel. Hügelig, ja, das passt mir eigentlich so. Wasser ist genug da, denke ich mal, ne, oder? Nee, das Wasser ist mir dann zu viel. Da geht es ja dann auch nur um Seen, ne? Weil die Flüsse selber. Ah, dann ist hier schon weniger, wenn ich dahin gehe. Nee, dann will ich schon den Fluss bis hier unten haben. Das ist schon okay so. Ja, Wald nicht so viel, dann brauche ich nicht so viel rechnen, oder? Jetzt wären noch Städte hoch. Wie viel sind das dann? 12 hatten wir gerade, ne, oder? 16 Städte, 64 Industrien. Ja. Ja, vielleicht lassen wir es mit so, mit Hochstädte und niedrig ist hier die Industrie. Ja, das sind schon reichlich Industrien, denke ich mal. Das können wir schon so lassen. Gemäßigt ist richtig. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Europa ist klar. Startjahr 1850 lassen wir auch. Schwierigkeit ist Mittel auch ganz gut. Bis zu viel. Was ist denn hier, wenn ich hier einfach mache? Ach so, dann ändert sich hier mit selten. Das, oder? Oder? Nee, ändert sich nicht. Das sah nur so aus. Machen wir Mittel, das bleibt so. Angestrebte Industriedichte ist niedrig. Das ist für die Karte, denke ich mal, okay. Und Häufigkeit von Industrieschließungen ist selten. Ja, ab und zu soll mal einer vielleicht kaputt gehen, wenn wir sie nicht bedienen, ne? Dann wären die 64 Industrien noch weniger. Was haben wir jetzt hier? Ne, das ist schon benutzerdefiniert. Ach so, okay, Einstellung. Ah, was ist das denn noch? Mods haben wir nicht. Oder sind das schon welche? Erweiterte Einstellung, gemäßigt, Fahrzeug europäisch, europäisch gemäßigt, Schwierigkeit ist Mittel. Ach so, da kann man noch Darlehen und sowas, Zinsen, Investitionen, Fahrzeuge, Investitionen, Unterhalt, also dann könnte den Schwierigkeitsgrad dann noch anpassen. Stadtwachstum, öffentlicher Verkehr, Privatverkehr, Güterversorgung, überfüllte Straßen, ach, das können wir alles so lassen, denke ich mal. Was war Mods nochmal? Also, das ist hier. Okay, kein Endjahr, No Coast Script, was ist das? Keine Ahnung, und Sandkastenmodus. Okay, gehen wir zurück. Und was ist denn jetzt hier falsch? Also, nee, das war nicht, ich muss den Haken wieder rausnehmen, damit das läuft, ne? So sieht's aus. Generiere Karte geht aber nicht. Achso, er muss hier die Karte nochmal generieren. 1664, das passt. Hier haben wir mein Seed wieder geklaut, ne? So sieht er doch ganz gut aus. 1664 weiter. Und Start, das passt alles. Niedrig, ja, los. Dann gucken wir uns die Karte mal an. Schauen wir mal, wo wir was bauen. Wo wir das erste Geld verdienen, müssen wir gucken. Folge beim Gleisbau den Höhen, den Terrainanpassungen sind teuer. Klar, wenn man hoch und runter will, dann muss man aufschütten oder sowas, Tunnel bauen, das kostet Geld. Deswegen sollten unsere ersten Linien auch direkt am Fluss vielleicht lang sein oder so. Oder wir machen erstmal den Stadtverkehr vielleicht sogar, dass wir Busse machen, die
die Leute in der Stadt hin und her bewegen und vielleicht die eine oder andere Stadt dann verbinden, entweder mit dem Schiff oder mit der Eisenbahn. Mal gucken, wie wir das machen. Schiff, ja, wäre nicht schlecht, ne? Weil dann brauchst du keine Gleise legen, ne? Muss mal gucken, was da geht oder nicht geht. Balken lädt hier unten, wie wir sehen. Und dann schauen wir mal. Ja, letztes Stückchen jetzt hier noch. Wird ziemlich lange, ne? Aber naja, erstes Mal die Karte geladen. Vielleicht muss er noch generieren und so. Da geht's weiter. So, willkommen steht hier. Versorge die Welt mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur und mache mit Transportdienstleistungen dein Vermögen oder ein Vermögen. Lasse Züge über Schienen rollen, Busse und LKWs auf den Straßenkurven, Schiffe durchs Wasser gleiten und Flugzeuge in den Lüften schweben. Befördere Menschen auf ihren Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Liefere benötigte Güter in die Städte und lasse damit die Städte wachsen und gedeihen. Falls du Hilfe benötigst, klicke auf den Fragezeichen-Button. So bekommst du weitere Informationen über die Menüs und Fenster nach noch einfacher Einstieg ins Spiel über die Kampagne. Viel Spaß. Okay. Tipp, halte, klicke und halte den rechten Mausbutton und bewege den Maus, um die Kamera zu bewegen. Okay, das ist so. Sehr schön. Wir können noch weiter rauszoomen. Aber dann nicht mehr, ne? Was haben wir denn hier unten? Winden. Hier war doch auch an diesem Fluss noch Giesenhorst. Okay, Giesenhorst liegt hier unten. Wo war der nächste? Hier oben war keiner am Wasser, ne? Warte, mit den Pfeiltasten kann ich auch hoch. Kettemersmühle, okay. Und hier oben war auch ein Städtchen noch, ne? Leitzkau, okay. Tipp. Klick und halte mit dem linken Maustaste und bewege die Maus, um die Kamera zu drehen. Okay. Alternative ist Q und E. Sehr schön. So, was machen wir? Also ich würde jetzt sagen, Leitzkau könnte man mit einem Schiff mit Kettenmeersmühle bewegen und Kettenmeersmühle ist relativ groß, da können wir dann Bus drinne fahren lassen. Hafen würde ich jetzt tendenziell hier irgendwo hinsetzen, damit wir auch der Busbahnhof da hinbauen können. Diese Straße müsste man vielleicht verbinden, aber wir gucken noch mal gerade nach dem anderen Ort. Ja, der ist ja auch schon einigermaßen groß, ne? Und da würde ich auch hier das machen. Dann lass uns das doch mal schauen. Was haben wir denn Geld? 5 Millionen. Einnahmen sind reichlich. Das wäre hier jetzt Passagierhafen und das ist ein Güterhafen und das ist ein Depot, eine Werft. So, das würde bedeuten, wir müssen das Ganze drehen und hier so anpflanzen, pflanschen. Das geht so nicht, also es geht nur so. Ja, da habe ich schon geschafft, das wegzumachen, weil ich schon irgendwie einen Bagger hier an habe, den da. So, nochmal das Ganze. Karte drehen. So wäre schon richtig. Hier gibt es aber keine Straße. Ja. Sollte man das so machen oder eher so? Okay, die Leute strömen da raus. Ich glaube, ich mache sie so weit wie möglich nach. Nee, will ich auch nicht. So machen wir es und fertig. So, das haben wir schon. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Straße dazu bauen. Beziehungsweise, wir machen erstmal hier ein Depot daneben. Ah, das muss weiter nach hinten. Können das aber auch hier hin machen dann, ne? Machen wir so. Straße. Wäre diese erstmal, ne? Die sitzt schon mal daneben. Geht gar nicht da, ne? Gucken wir mal, ob das so geht.
Geht auch nicht. Okay, da wäre schon mal jetzt eine Verbindung. Und warum geht das jetzt nicht nach da weiter? Oh, das hat ja schon gut geklappt hier dann, oder was? Kann ich das jetzt so verbinden? Und wieso geht das jetzt hier nicht so? Doch, jetzt geht's dran, okay. Gut, machen wir so. Dann haben wir da schon mal eine Verbindung. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Verbindung brauchen. Wahrscheinlich nicht. Ich mache aber trotzdem eine. So, dann brauchen wir hier Gebäude, Bus, Tramstation. Kollision. Machen wir so. Passt erstmal. Jetzt werden wir aber schnellstens hier die Karte nach da unten bewegen, weil wir wollen erstmal das Schiff fahren lassen, weil das kostet uns ja alles Geld, wenn es steht, ne? Okay, das würde auch so gehen. Wenn ich den wahrscheinlich so setze, dann habe ich die Chance auch noch da ein Dingens hinzukriegen. Sag schon, ein Busbahnhof hier wieder, ne? Warte mal, aber so gibt es eine Verbindung dahin und andersrum nicht, okay? Das bedeutet, ich würde das mal so machen, oder? Ja. Dann brauchen wir noch eine Straße, die dann da angeschlossen ist. Sieht irgendwie komisch aus. Geht aber gar nicht anders. Dann bauen wir sie halt so. Geht nicht. Steigung zu groß. Okay. Steigung zu groß. Steigung immer zu groß. Nee, so nicht. Dann kriegt man das dann auch anders hin. Ist eine Kurve. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Dann wollten wir hier wieder eine gerade Strecke machen. Auch nicht möglich, okay. Ich weiß nicht, die gehen auch darüber so, ne, glaube, oder? Ne, das passt ja nicht. Okay, dann passt das, dann machen wir es so. Ich weiß nicht, ob das so angeschlossen sein muss, aber machen wir mal besser. So, jetzt scrollen wir wieder raus, gehen hier zur Werft. Kollision hat er gesagt, die will ich ja gar nicht. Das heißt, ich muss dieses Menü schließen und da erstmal rein. Fahrzeug kaufen. Wir wollen Passagiere bewegen, also diese beiden. Dieses kostet uns 550 und dieses kostet uns 474. Das ist teurer. 70, zwei Abteile. 70, zwei Abteile. Gütertypen. Ach, da kann noch mehr mitmachen. Hier kann man auch alle Typen. Also das ist etwas teurer, aber hier sind ja auch fast alle Typen dabei, ne? Ladegeschwindigkeit, Gewicht, Baujahr, Lebensdauer. 22, 25 km/h. Da hier alles ist und naja, das ist jetzt. Kaufen wir das. So, jetzt haben wir das Schiff. Fahrzeug verwalten. Ah, hier ist noch die Linie. Kann ich das jetzt da? Ah, neue Linie. Ah, jetzt ja. Da. Und wir gehen jetzt darunter zu diesem Hafen. Und dahin passt. Linie 1 ist fertig. Kann
Komme ich da jetzt irgendwie zum Fahrzeug hin? Ah, da fährt's raus. Jetzt fährt er natürlich wahrscheinlich erst dahin. Kann ich dem auch sagen, fahr woanders hin? Fahrzeug verwalten. Wenden. Ich hoffe, er fährt jetzt nicht ins Depot rein. Aha. Er soll jetzt nicht zu dem hinfahren, sondern zu dem anderen erst hinfahren. Kriegen wir das auch hin irgendwie? Wie geht das? Kann ich auch sagen, fahr zu dem anderen, ey? Kleine Anlegestelle. Nee, sehe ich irgendwie jetzt nicht. Wie kann ich denn sagen, fahr bitte nicht zu dem hin, sondern erst zu dem anderen? Wenden ist es nicht, Details. Ist es auch nicht, Finanzen ist es auch nicht. Weil der fährt mir jetzt natürlich da unten hin. Ne? Erstmal den weiten Weg, anstatt den kurzen Weg zu fahren. Wäre vielleicht besser gewesen. Auf der anderen Seite stehen die dann da nachher alle und warten da drauf. Egal. Oder nicht egal, aber hier machen wir jetzt weiter. Und hier ist es jetzt so, dass wir Straße nehmen und wir wollen Gebäude und wir wollen diese Bushaltestelle. Also ein Depot brauchen wir natürlich auch noch, ne? Straßenfahrzeugdepot. Wo setzen wir das hin? Einfach hier noch mit dran. Ah, geht nicht, ne? Gefälle zu steil. Halt, stopp, da war's. Zack. Passt. Ne, das brauchen wir noch und wir wollen das jetzt haben. So, jetzt müssen wir gucken. Also die steigen hier ein wohl. Wenn ich das jetzt hier markiere, dann sehe ich, welche Straßen da. Also das da ist alles drinne. So, jetzt sehe ich es nicht. So sehe ich das, was markiert ungefähr ist. Das bedeutet, wir müssen hier oben weiterhin. Ja, das Häuschen dahin, ne? Und dann deckt es das ab. Dieses deckt jetzt bis dahin ab. Würde ich fast sagen, müssen wir den anderen hier hin machen, ne? Dahin. Der deckt da. Das ab. Das würde bedeuten, wir müssten hier noch ein Häuschen haben. Vielleicht sogar weiter raus. Ja. Okay, dann ist das da schon mal gut. Das kann zu. Wir gehen hier hin. Wir kaufen ein Fahrzeug und zwar eine Kutsche. Kaufen wir erstmal. Dann nehmen wir die Kutsche. Beziehungsweise machen da eine neue Linie rein. Und die geht hier los. Geht dahin. Geht dahin. Geht dahin und kommt dann zurück. Das passt erstmal so. Und die Kutsche fährt schon. Da. Und jetzt Fahrzeug verwalten. Und jetzt können wir hier Fahrzeug klonen. Hier fahren erstmal null mit, ne? Steigt da schon der erste ein? Wahrscheinlich nicht, ne? Die ist ja noch neu, die Linie, ne? Lass mal hier unten gerade schneller laufen. Dass der erstmal ein Stück Vorsprung schon hat. Und weggefahren ist. So,
Jetzt machen wir mal nicht Pause, sondern 1 natürlich und klonen das Fahrzeug. Jetzt kommt da der nächste raus. Die Kutsche ist hier oben am Bildrand. Fahren wir mal weiter. Zweite Kutsche ist hier. Kriegen wir die auch eingefangen? Ja, ne? Okay, was macht der jetzt? Nix. Ah, jetzt fährt er weiter, okay. So hoch bis am Bildrand, würde ich sagen. Dann können wir noch einen draufsetzen. So. Was war jetzt das für ein Jingle? Keine Ahnung, ne? Okay, machen wir mal langsam. Hier, die Layer ermöglichen den Fokus auf bestimmte Informationen. Okay. Höhenlinie, okay, das ist wichtig natürlich für Anstiege und sowas, ne? Hätten wir vielleicht schon mal brauchen können. Schiffbare Gewässer, okay, da können wir sehen. Ah, okay, das sehen wir schon mal, dass alles schiffbar ist, was wir hier auf der Karte haben. Das ist schon mal gut. Das funktioniert also. Wohngebäude. Ach so, okay, das sind auch noch unterschiedliche Bereiche. Wir haben hier die Industrie, wir haben hier Gewerbe und da haben wir Wohnhäuser. Ah, sehr interessant. War das das jetzt hier? Ja. Geschwindigkeitslimit, keine Ahnung, kann man noch nicht. Was ist das? Reiseziele, öffentlicher Verkehr. Wofür stehen die Zahlen da dran, ne? Das ändert sich, okay. Privatverkehr hoch. Ach so, okay, öffentlicher Verkehr hoch und niedrig. Ist noch gar nicht, ne? Neben dem Pausenmodus stehen bei Spielgeschwindigkeit zur Auswahl Echtzeit, Zweifach- und Vierfachgeschwindigkeit. Okay. Was haben wir hier? Transport. Okay, da will was transportiert werden dann. Geschäftsgebäude, was wollen die? Güterbedarf haben die. Und hier. Ach so, da haben die auch Güterbedarf, aber Baumaterial wollen die haben und die wollten was? Wagen, okay. Und sonst ist hier noch nichts. Überlastete Stationen, ja, fängt schon an, ne? Hier sieht man, wie viel Verkehr wohl ist. Schlecht, sehr gut. Ach nee, da sind die Straßenzustände. Und was ist das? Emissionen, okay. Braunkohle geheizt oder was? Und hat Symbolfilter. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Gut, dann ist das geklärt. Der ist auch geklärt. Das kann weg. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo ist das Schiff? Das wäre da, hat natürlich noch niemand drin, der ist auch klar, ne? So, da unten haben wir schon den Verkehr dran gemacht. Das bedeutet, jetzt müssten wir hier das gleiche nochmal in grün machen, ne? Ne, den haben wir und den, ach so, wir müssen jetzt auch noch gucken, dass wir hier wieder so ein Depot hinbauen, ne? Ja, vielleicht machen wir es dann hier unten dran, aber, oder? Ja, machen wir so und fertig. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir hier die Leute haben, die da einsteigen. Okay, jetzt hätte ich gerne nochmal so. Okay, das heißt, da wohnt niemand oder da ist niemand. Ist da? Geht das da auch noch? Ne, ich glaube, da war der da nicht mehr drin, ne? Ja. Das heißt, wir stellen das erste Häuschen hier hin. Dann ist da fast abgedeckt. Und da auch schon fast abgedeckt. Nur da oben nicht, ne? Und hier auch nicht dann. Aber das mache ich. Da ist nur ein Haus, kommt da nicht mit hin. Ja, dann ist das halt so, ne? So, dann brauchen wir hier wieder ein Fahrzeug. Kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir. Weisen eine Linie zu, neue Linie hier in diesem Ort. Da geht's los, da fahren wir hin, da fahren wir hin und dann kommen wir wieder zurück. Sehr gut. So, wo ist dieses Kütschlein hin? Das fährt da. Jetzt müssen wir nur mal schneller machen, damit der schon ein bisschen Vorsprung hat. Ich denke mal, wenn er hier ist, starten wir eine Kopie, ne?
Kutsche ist gleich da, wo ich sie haben wollte. Jetzt brauche ich nur das Fahrzeug davon. Kriege ich das Fahrzeug zu sehen? Hier. Ja. Fahrzeug verwalten und kopieren. Und ich glaube, da wir nur zwei Haltestellen da gerade haben, reicht das erstmal mit zwei Kutschen, ne? Linie 3 läuft. Die Übersichten zeigen wichtige Informationen in allen Bereichen Ihres Unternehmens. Okay, dann gucken wir uns die mal an. Linienstatistik, okay. Einen haben wir da transportiert auf Linie 2. 4-Minuten-Frequenz. Das Schiff hat eine 43-Minuten-Frequenz. Okay. Fahrzeugstatistik. Aha. Straßenfahrzeug 2 hat die Kutsche da gehabt. Hat einen Passagier gehabt. Stationsstatistik. Hier warten schon zwei, oder was? Bei Neue Straße. Name, Stadt, okay. Da warten zwei Leute. Aber die steigen jetzt ein. Aber wir sind gerade in der Pause. Steigen die jetzt ein? Ja, weg sind sie. Was haben wir hier noch? Städtestatistik. Größe sortieren wir mal. Ah, Kittersmühle ist auch der größte Ort gewesen. Gut. Und Pellingen ist da. Okay, das ist von Leitzkau. Da müsste man da einen Bus hinfahren lassen, ne? Okay, dann haben wir das schon. Das war die Städtestatistik. Was haben wir hier noch? Industriestatistik. Ja, okay. Da sind wir aber noch gar nicht so weit. Wir sind erstmal mit den Dingen, die wir gerade machen, zuständig. Aber wir müssten jetzt eigentlich schon das Schiff hier irgendwo haben. Das ist, da kommt es gerade an. Kriege ich es noch als erstes angeklickt? Ja, es ist niemand drin, aber es steht hier auch niemand, ne? Nee. Da steigt keiner ein. Aber wir müssen ja auch erst ein paar hier hinfahren wahrscheinlich, ne? Okay, der fährt jetzt. Jetzt müssen die auch wissen, dass die Linie hier überhaupt erstmal ist. Gut, haben wir das. Ich würde jetzt sagen, wir haben zwei Städtchen hier erstmal angeschlossen, dieses und dieses, und haben die beiden miteinander verbunden. Und dann müssen wir weiter gucken, wie wir in der nächsten Folge dann handhaben. Vielleicht machen wir nächste Folge mal hier Pellingen mit dran nach Leitzkau und das Ganze hier. Ja, müsste man mal schauen, ne, ob man da vielleicht eine Eisenbahn legt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wäre ja schon interessant, von Leitzkau nach Pellingen und dann nach Hallendorf eine Eisenbahn zu machen, ne? Hier Möckern ist natürlich schwierig wegen dem Gebirgszug dazwischen und auch hier Neuendorf Benimeck oder so ähnlich ist auch der Gebirgszug dazwischen. Könnte sich schwierig gestalten. Da ist hier der Pass, wo es rüber geht. Müssen wir überlegen, was wir da machen. Aber hier wäre ja mal mit Zug vielleicht so reinzufahren, ganz cool. Na, und hier müssen wir auch gucken, wie es dann weitergeht. Aber das wäre vielleicht von das hier mit dem Schiff und dann da und ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.